Toner versus Lotion. Was ist ein Toner? Wofür braucht man das überhaupt? Und wann nimmst du einen Toner her und wann nimmst du eine Lotion her? Das ist die Frage für dieses Video. Also auf jeden Fall noch Kanalscheibe abonnieren. Und dann versucht die Klugscheißerin hier, die sich nicht mehr artikulieren kann, euch was zu erzählen. Was ist ein Toner? Was ist ein Gesichtstoner und was ist der Unterschied zwischen einem Toner und einer Lotion? Das erkläre ich euch in diesem Video, deswegen abonniert auf jeden Fall noch ganz schnell meinen Kanal und dann geht's los! Wir fangen jetzt einfach an. So, ich habe mir gedacht, ich will euch mal so ein bisschen erklären, was der Unterschied zwischen einem Toner und zwischen einer Lotion ist, ja? Damit ich euch das aber erklären kann, müssen wir ein bisschen tiefer in die Materie einsteigen. Deswegen gibt es jetzt hier so ein bisschen Grundwissen über die Haut, damit ihr versteht, warum ein Toner wichtig ist. Denn ich merke das wirklich ganz, ganz oft, dass es immer noch viele gibt, die sagen, okay, ich reinige meine Haut mit einer Gesichtsreinigung, aber ich benutze keinen Toner. Und das finde ich ziemlich schade. Und ich hoffe, euch in diesem Video erklären zu können, warum ich das schade finde und warum ein Toner so wichtig ist und was der Unterschied zwischen einem Toner und einer Lotion ist. Also es ist schon ziemlich spannend und ziemlich deep into the Materie. But I think we will schaffen das. Weil ich bin heute wieder durch mit dem Kopf, aber ich tue mein Bestes. So, also, ihr müsst euch folgende Situation vorstellen. Die Haut hat einen pH-Wert. Was bedeutet ein pH-Wert? Der perfekte, nee, anders angefangen. Ihr habt eine Skala, also der pH-Wert lässt sich messen, sag ich mal, von 1 bis 14, okay? 7 ist die Mitte, das ist ein neutraler pH-Wert. Das ist Wasser zum Beispiel. Wasser hat einen neutralen pH-Wert. Der pH-Wert der Haut liegt so circa bei 5,5, sage ich jetzt mal. Das kann ein bisschen variieren. Ich sag mal, in der Regel liegt es so bei 4,5 bis 5, hast du nicht gesehen, aber pendeln wir das mal bei 5,5 ein. Das ist auch so der pH-Wert, wo die meisten Firmen drüber sprechen, weil ich jetzt schon über die Studien und auch ärztliche Beiträge, die ich dazu gelesen habe, sprechen die meisten immer von 5,5. Deswegen sprechen wir jetzt hier über 5,5. Kann aber variieren. Vor allem bei Hautkrankheiten. Dazu kommen wir aber später nochmal. So. Also, die Haut liegt in einem pH-Wert von 5,5, das heißt in dem leicht sauren Bereich. Was bedeutet das? Alles von 1 bis 7, also unter der 7, liegt im sauren Bereich. Alles von 7 bis 14 liegt im alkalischen. Boah, es wird lustig heute Abend. Aber ich hoffe, ihr lernt trotzdem was. Also, alles über 7 liegt im alkalischen Bereich. So. Und jetzt haben wir folgende Situation. Der pH-Wert der Haut liegt bei 5,5. Jetzt macht ihr eine Gesichtsreinigung. Ja? Eine Gesichtsreinigung ist eine Lauge. Das heißt, mit der Lauge sind wir im alkalischen Bereich. Das heißt, die Gesichtsreinigung greift theoretisch den pH-Wert der Haut an, weil es entfernt ja den ganzen Fettschmutz, Talgkresse hin und her. Unser pH-Wert bzw. unser Säureschutzmantel, dieses Milieu, wo die ganzen guten Bakterien sitzen, das haben wir halt auch unseren Schweiß- und Talgdrüsen zu verdanken. Das ist auch der Grund, warum das eben im leicht sauren pH-Wert liegt. Und in dem Moment, wo wir eine Gesichtsreinigung machen, gehen wir mit dem pH-Wert nach oben. Und jetzt ist es natürlich für uns nicht so super schön, in diesem alkalischen pH-Wert zu liegen, weil die Bakterien, auf die wir eigentlich nicht so viel Bock haben, die fühlen sich in diesem Bereich extrem wohl und die guten Bakterien eben nicht mehr. Deswegen kann die Haut sich in diesem Moment oder in dieser Phase nicht so super genial gegen Bakterien schützen, auf die wir eigentlich gar keinen Bock haben. Okay? Deswegen ist es in unserem Interesse, schön brav wieder zurück in unseren leicht sauren pH-Wert zu wandern. So, jetzt ist es so, dass bei einer gesunden, normalen, intakten Haut braucht die Haut zwischen halbe Stunde bis, das kann auch mal 200 Minuten dauern, bis sie ihren Säureschutzmantel, also diese Schutzschicht, die wir unseren Schweiß- und Talgdrüsen zu verdanken haben, die eben diese guten Bakterien füttern, damit sie die bösen Bakterien auffressen können,
Das dauert eine Zeit, bis die gesunde, intakte, normale Haut diesen Säureschutzmantel wieder aufbauen kann. Und in dieser Zeit kann natürlich schon ganz, ganz viel passieren. Deswegen folgende Randinformation. Jede Hautkrankheit oder Unreinheiten oder sonst irgendwas, all diese Themen, die können oftmals einfach damit zu tun haben, dass der pH-Wert der Haut nicht stimmt, dass die Haut in einem zu hohen pH-Wert eingestellt ist, dadurch einfach zu trocken wird und sich halt einfach nicht gut schützen kann und halt sehr anfällig ist für Bakterien. Es ist wie, wenn dein Immunsystem einfach im Keller ist, ja, da muss einer vor dir stehen und muss nur niesen und du liegst 2 Wochen flach. Wenn du ein gutes Immunsystem hast, ja, also leicht saurer pH-Wert, dann juckt dich das nicht, weil dann kannst du es viel besser wegstecken, kannst du damit viel einfacher umgehen. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ist es jetzt nicht vielleicht interessant zu sagen, okay, aber muss denn eine Reinigung so stark oder so aggressiv sein? Das ist halt immer so ein bisschen das Problem oder die Thematik, denn diese Tenside, die in dem Reinigungsprodukt sind, das sind anders angefangen. Wenn ihr zum Beispiel jetzt eure Haut nur mit Wasser reinigen würdet, dann habt ihr vielleicht das Gefühl, ihr habt die so ein bisschen erfrischt, aber ihr kennt ja das Gefühl, Wasser und Öl, das funktioniert einfach nicht. Das gibt keine schöne Harmonie, die perlen sich immer gegenseitig so ein bisschen ab und so könnt ihr euch das auch auf der Haut vorstellen. Weil ihr habt Schweiß, ihr habt Talg, ihr habt Fett auf der Haut und wenn ihr jetzt einfach das nur mit Wasser runterwascht, dann fließt das Wasser einfach an dem Fett vorbei und so eine wirklich intensive Reinigung ist das nicht. Deswegen brauchen wir die Laugen, wir brauchen die Tenside, die das Fett aufgreifen. Also das sind so kleine Superhelden, sage ich mal, ja, die auf dem einen Arm die ganzen Fette in die Hand nehmen und den ganzen Schmutz in die Hand nehmen, aber auf der anderen Seite sich super lässig einfach mit einem Surfbrett aufs Wasser setzen und mit dem Wasser wieder davon schwimmen. Das ist halt das coole Thema bei den Tensiden, dass sie beide Facetten sozusagen lieben und damit sehr gut arbeiten können. Und deswegen braucht ein gutes Reinigungsprodukt einfach Tenside, damit wir den ganzen Schmutz und das ganze Dreck vom Wasser wegnehmen können. Und das aber auch mit Wasser wieder runterwaschen können. So, das ist schon mal Grundinformation, wen es interessiert, damit ihr mal einfach so ein bisschen versteht. Denn das ist natürlich der Punkt, dass ich eine Reinigung brauche, um meine Haut eben wirklich auch reinigen zu können. Und dann will ich aber möglichst meine Haut wieder dabei unterstützen, wieder in den leicht sauren pH-Wert zu wandern. Das heißt, ich brauche die Reinigung, muss also irgendwo diese Schritte, es gibt zwar sanftere Möglichkeiten, aber das Problem ist, wenn es halt zu sanft ist, dann habe ich keine intensive, gescheite Reinigung. Also es ist unheimlich schwierig, ein gescheites Reinigungsprodukt zu finden, weil ich finde, es muss so eine perfekte Balance sein zwischen stark genug, damit es halt eben auch wirklich eine gescheite Reinigung ist und wirklich alles packen kann und wegnehmen kann. Aber wenn es zu stark ist, ist es zu reizend für die Haut. Also ich muss immer so ein bisschen trotzdem in einer erträglichen Phase sein. Deswegen finde ich, ist ein gescheiter Cleanser oftmals wirklich so ein bisschen Königsdisziplin für mich. Und jetzt möchte ich natürlich meine Haut dabei unterstützen, wieder in den Normalzustand zu bekommen. Und das, meine lieben Leute, ist der Moment, wo das Tonic zum Einsatz kommt. Denn das Tonic hat einen niedrigeren pH-Wert und unterstützt quasi meine Haut wieder von dem zu hohen pH-Wert, sich wieder ganz normal einzuregulieren. Ja? Was jetzt alle verstanden? Sorry, ich bin heute ein bisschen durch. Aber ich dachte, es ist wirklich mal wichtig, dass wir einfach über das Thema sprechen. So, das heißt, ihr wisst jetzt schon mal, was in der Haut passiert, warum ich ein Tonic brauche. Es ist, wenn ihr jetzt zum Beispiel euch mal Tonisieren aus der Medizin anschaut, es hat zwar mit Muskeln zu tun, aber was bedeutet das? Es bedeutet ja irgendwo kräftigen, stärken. Und das machen wir theoretisch auch einfach in der Gesichtspflege. Wir stärken und wir kräftigen unseren Säureschutzmantel, damit unsere Haut viel besser mit dem ganzen Feinden zurechtkommen kann, die halt eben sonst in dem anderen pH-Werten so sich da halt super wohlfühlen und halt einnisten wollen. Und wir sagen, nee, stopp, du kommst hier nicht rein. So viel dazu. Deswegen, liebe Leute, finde ich persönlich, dass ein Toner, ein Gesichtswasser, extrem wichtig ist. Und jetzt versteht ihr auch, warum das Ding Toner heißt. Denn tonisieren bedeutet eben genau das, was ich euch gerade erklärt habe. Ergo
könnt ihr aber jetzt auch verstehen, dass es manche Produkte gibt, ja. Wenn da zum Beispiel steht, das Produkt hat eine tonisierende Wirkung, dann wisst ihr jetzt, alles klar, es hat eine tonisierende Wirkung, es unterstützt also meine Haut wieder in den normalen, leicht sauren pH-Wert zu wandern. Das heißt, es ist eine Unterstützung für die Haut. So. Und ich finde es halt schade, weil wenn die Haut einfach zu... Wenn der pH-Wert der Haut zu hoch ist und ihr reinigt die also und macht kein Tonic, ihr schließt diesen Schritt nicht ab und haut euch dann ein 500-Euro-Serum ins Gesicht. Um Gottes Willen, die arme Haut, die kann diese tollen Wirkstoffe überhaupt nicht aufnehmen, weil die gerade so viel damit zu tun hat, irgendwie mal wieder klar zu kommen und mal wieder in ihren normal leicht sauren pH-Wert zu wandern, ja. Deswegen, ich finde, das ist dann einfach, wie sagt man so schön, Perlen vor die Säue. Dann holt euch einfach einen Toner und wenn das ein 2-Euro-Ding ist, ist mir völlig wurscht, aber es wird definitiv einen Unterschied machen. Ja, vor allem alle, liebe Leute, alle, die eine trockene Haut haben, die machen ihr Reinigungs- und Tonic-Schritt nicht gescheit. Tut mir leid, ist einfach so. Es ist in 90% der Fällen kann man echt, merke ich schon, dass es da hängt und dass viele einfach ein falsches Reinigungsprodukt, ein Reinigungsprodukt, was viel zu stark eingestellt ist und viel zu aggressiv ist in einem Hautzustand, der sowieso schon extrem Probleme hat. Und dann lasse ich noch die Reinigung weg, ja, Prost Mahlzeit, da kann ich mir fette Cremes draufschmieren, wie ich möchte, es wird halt einfach nichts bringen, ja. Lieber ein bisschen Schritt zurück und in der Basis anfangen. So, das heißt, ihr seid jetzt schon alle die Vollprofis, ihr wisst jetzt schon Bescheid, was Phase ist. Jetzt wisst ihr aber noch nicht, wann nehme ich ein Tonic und wann nehme ich eine Lotion? So, Vivi-Theorie. Obacht, das sind jetzt keine Studien oder sonst irgendwas. Das ist meine persönliche Meinung, meine persönliche Erfahrung etc. pp. So, wenn ich jetzt mal zum Beispiel mein geliebtes Rosenwasser, ich finde, das kriegt ja langsam schon Kultstatus bei mir. Haben sich einige von euch schon nachgekauft durch meine Empfehlung. Warum liebe ich dieses Rosenwasser so? Es ist ein Tonic, ein Gesichtswasser, was mir also den Reinigungsschritt abschließt. Ich tonisiere meine Haut, ich habe eine leicht adstringierende Wirkung. Das bedeutet, die Poren ziehen sich wieder so ein bisschen zusammen. Ja, die macht sich einfach wieder schön, alles ordentlich, Schuhe beieinander stellen, ab in die Bude rein, damit du dann halt eben deine Gäste, also deine Serien und deine Cremes und deine Öle und was du nicht alles aufträgst, auch gescheit empfangen kannst. Ja, jetzt ist es ja aber so, dass ich das Gesichtswasser oder das Rosenwasser immer mit einem Wattepad auftrage und den Vorteil habe, dass wenn ich mit der Reinigung mal nicht super sauber gearbeitet habe oder wenn ich zu starkes Make-up habe und selbst 2 Reinigungsschritte nicht alles zu 1000% abnehmen, sondern immer noch ein Müh übrig ist, dann schafft es halt mein Rosenwasser, das wegzunehmen. Warum schafft es das? Weil in dem Tonic oder ganz oft in so klassischen Gesichtswassern oftmals noch leichte Tenside mit drinnen sind. So, jetzt wird es natürlich ziemlich interessant, finde ich persönlich. Das heißt, ich habe gesagt, Tenside gleich alkalisch, gleich nicht so super genial für die Haut. Wir müssen also diesen Reinigungsschritt beenden und wieder in den leicht sauren pH-Wert zurückwandern. Jetzt soll ich mir das oder diesen Schritt abschließen mit einem Produkt, wo auch wieder Tenside drin sind. Ist ein bisschen crazy, ist aber so, weil ich brauche diese Tenside, um wirklich den kompletten letzten Rest runterzunehmen. Aber die sind natürlich so leicht dosiert, dass ich den Vorteil habe, aber eben in der Kombination mit richtig schönen durchfeuchtenden, pflegenden, beruhigenden Inhaltsstoffen gleich wieder diese Balance sehr schön machen kann. Das ist auch der Grund, warum, wenn ich jetzt das zum Beispiel alleine nehmen würde, das wird als Reinigung überhaupt nicht reichen, weil es viel, viel, viel zu leicht ist und die Haut alleine nicht gescheit reinigt. Sondern ich muss meine Haut wirklich erst gescheit reinigen und dann mit einem Gesichtswasser abschließen. Das ist zum Beispiel ja auch so dieses Ding mit den Micellenwassern. Viele nehmen ja Micellenwasser. Ich persönlich mache das jetzt so nicht, wobei theoretisch auch Tenside, also selber in Grün. Aber klassische Micellenwasser finde ich persönlich sind halt einfach wieder ein bisschen stärker. Die Tenside sind ein bisschen intensiver. Das Produkt hat den Fokus einfach meiner Meinung nach, persönliche Meinung, ja, bitte hasst mich nicht dafür. Die haben für mich den Fokus auf diesen Reinigungsthema und nicht so sehr auf Beruhigung durch Feuchtung tonisieren. Deswegen mag ich persönlich kein klassisches Micellenwasser. Ja? Ich liebe halt mein Rosenwasser.
ist halt so, weil die Haut fühlt sich ja danach direkt schon super beruhigt, durchfeuchtet an. Man sieht es auch, ja, die Rötungen gehen so ein bisschen weg. Es nimmt mir mein Spannungsgefühl weg. Aber ich trage das ja mit einem Wattepad auf und das ist so typisch für einen Tonic. Auf ein Wattepad und alles runternehmen. So, jetzt gibt es bei vielen Firmen Lotionen. Was ist jetzt der Unterschied? In klassischen Lotionsformulierungen sind keine Tenside drin enthalten. Deswegen bekomme ich halt mit so einem Produkt jetzt auch keine Make-up-Reste weg. Ja, das ist einer der Unterschiede. Und ich persönlich finde, dass Lotionen viel reicher sind an Wirkstoff und einfach generell viel reicher an Textur. Also eine klassische Lotion kommt in der Regel nie in wässriger Form, während ich das ja wirklich, das ist so flüssig, das kann ich gar nicht so auftragen, sondern das möchte einfach auf ein Wattepad drauf, ja. Gibt Ausnahmen, haut mich nicht, ist so die Regel. Eine Lotion ist meistens einfach ein bisschen cremiger, ein bisschen geliger, ein bisschen... Da gibt es einfach mehr Textur, ja, die kann ich mir super easy einfach auf die Hand nehmen und richtig schön einmassieren auf die Haut. Und ich finde eine Lotion persönlich super, weil ich finde, dass sie oftmals viel intensiver sind vom Pflegepunkt her, viel durchfeuchtender, beruhigender, haben oftmals auch schon Anti-Aging-Wirkstoffe mit drin. Und es ist natürlich eine super Vorbereitung für die ganzen folgenden Produkte, die ich dann auftrage, denn wenn ich mit der Lotion schon richtig schön die Haut vorbereite und versorge, ich habe schon mal eine wahnsinnig schöne Strahlkraft, die Haut ist schon mal nass und es ist ja immer so dieses Rutschenprinzip, wovon ich so gerne rede. Wenn die Haut schon vordurchfeuchtet ist, dann können nachfolgende Inhaltsstoffe viel besser in die Haut reinrutschen und die Haut kann es viel besser aufnehmen und speichern. Das ist einfach so. Und jetzt könnt ihr euch folgende Frage stellen. Ja, wie ist es dann nicht logischer, wenn ich nur eine Lotion nehme und auf das Gesichtswasser verzichte? Weil ich habe ja auch hier die tonisierende Wirkung, aber eben noch viel mehr Benefits. Ja, das könnt ihr jetzt machen, wie ihr wollt. Das ist jetzt jedem selber überlassen, was euch da einfach schöner ist. Bei mir persönlich ist halt einfach das Thema, ich mache ja klassisch abends zwei Reinigungsprodukte und wasche meine Haut. Und dann habe ich immer so das Gefühl, dass irgendwie in den Augen oder irgendwo noch ein letzter Rest hängt. Dann brennt mir das mal ein bisschen in den Augen oder sonst irgendwas. Wenn ich jetzt die Lotion drauf machen würde, dann würde dieses unangenehme Gefühl, was ich dann meistens um die Augen drum habe, immer noch bleiben. Deswegen schließe ich diesen Step ab mit meinem Rosenwasser, nehme alles schön weg, meine Haut ist erfrischt, beruhigt, durchfeuchtet, ich habe kein Spannungsgefühl mehr. Ich könnte danach trotzdem die Lotion auftragen. Das mache ich auch manchmal, aber ehrlich gesagt nicht im Sommer, weil es ist mir dann too much. Aber im Winter, wenn ich das Gefühl habe, so meine All-Day-Pflegeroutine ist gerade ein Ticken zu wenig, da könnte es noch ein Hauch mehr sein, dann liebe ich das zum Beispiel noch mit Lotionen danach zu arbeiten. Wenn ich Make-ups mache, immer zwei verschiedene Tonic-Produkte vorbereiten mit einem klassischen Tonic und da nehme ich immer irgendwas, was irgendeine Art von Rosenwasser mit drinnen hat und danach wird mit einer Lotion nochmal super, super schön vorbereitet, weil die Haut ist einfach prall, glatt, die leuchtet, ist durchfeuchtet und es ist einfach super schön und so viel Serum kann ich gar nicht auftragen, dass ich diese Wirkung bekomme. Deswegen ist es für mich auch mal eine sehr, sehr coole Kombinationsmöglichkeit, muss jetzt nicht zwingend diese Produkte sein, aber das sind halt die, die ich habe. Und gibt es ja auch von ganz vielen anderen Produkten. Aber für manche von euch, die zum Beispiel einfach sagen, nee, hey, wenn ich mich abreinige, meine Haut fühlt sich super an und ich möchte diesen Schritt einfach nur abschließen, dann könnt ihr auch nur mit einer Lotion arbeiten. Why not? Kenne ich auch viele. Meine Mama zum Beispiel ist jetzt auch nicht so die ganz klassische Gesichtswasserdame. Die liebt zum Beispiel Lotionen. Die macht die Reinigung, wäscht das schön mit der Kompresse ab, nimmt die Lotion auf die Hand und massiert es sofort schön auf. Jetzt hat meine Kerze geknistert, die ich von der Mama bekommen habe. So. Ja. Was soll ich sagen? Jetzt wisst ihr Bescheid. Wenn ihr Fragen zu dem Thema habt, schreibt es mir sehr gerne in die Kommentare. Auch wenn ich wieder ein bisschen druff bin heute, habe ich trotzdem die Hoffnung, dass es euch was gebracht hat und dass ihr was gelernt habt. Aber jetzt wisst ihr schon mal grob, zu welchem Produkt, zu welcher Textur ihr eher greifen könntet.
und warum es so wichtig ist, einen Toner zu benutzen. Macht das wirklich. Also mir wäre es wirklich lieber, dass ihr den günstigsten Toner aus der Drogerie benutzt, als dass ihr gar keinen benutzt. Ja, wirklich. Und muss ein Toner jetzt 300 Euro kosten? Liebe Leute, ich glaube, das ist so diese Grundkernfrage wie alles. Also es gibt ja einen schönen Toner, auf den ich so ein bisschen ein Auge geworfen habe. Aber auch das wird mir, das wird dann so ein, das ist halt so ein Sprühton. Also das wird fast so ein Zwischending zwischen den beiden. Ich weiß nicht. Auf mein Rosenwasser kann ich, glaube ich, sowieso nie mehr verzichten. Weil dieses super saubere Gefühl, ohne dass jetzt zu... Also ich will ja keine klinisch saubere Haut, sondern ich will einfach eine reine Haut. Ja, das ist für mich auch nochmal ein Unterschied. Ja, was soll ich euch sagen? Ich könnte euch jetzt noch 10 Minuten damit vollquatschen. Was für Toner ich super finde, lasse ich aber. Stattdessen möchte ich lieber eure Meinung wissen. Hat euch das Video weitergeholfen? Lasst es mich sehr, sehr gerne wissen in den Kommentaren. Und wenn ihr Fragen zu dem Thema habt, schreibt auch das mir in die Kommentare. Oder per E-Mail. Wie auch immer. Danke fürs Zuschauen. Küsschen, bis zum nächsten Video. Und ja, ich mache dann mal jetzt mein Gesichtsreinigung für heute Abend. Ne? Tschüss.